Electronic Arts präsentiert. A Criterion Game. Need for Speed Most Wanted. Willkommen in der Stadt Fairhaven, Heimat der intensivsten Straßenrennen des Planeten. 10 Fahrer beherrschen diese Straßen. Sie sind immer auf der Flucht, fahren die besten Wagen und dominieren die Stadt. Sie sind die Most Wanted. Um Teil dieser Elite zu werden, musst du dir verdienen, gegen sie zu fahren. Besiege sie und werde Nummer 1. Most Wanted von Fairhaven. Dazu brauchst du Wagen. Viele Wagen. Oh ja. In der Stadt sind einige der heißesten je gebauten Wagen verteilt. Findest du sie, kannst du sie fahren. Fahre einfach zu einer Wechselstelle und spring hinein. Folge der Route auf der Karte zu deinem ersten Wagen. Die Straßen warten schon. Und damit Hallöchen und herzlich, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Und wie es schon zu sehen war, befinden wir uns bei Need for Speed Most Wanted. Kann ich Pause machen? Es ist mega laut gerade. Hallöchen und herzlich willkommen noch einmal. Ich mach ganz kurz die Ingame Sounds leider, das ist mega laut. Kann man hier alles mit zusammennehmen, ne? Mal hier so auf keine Ahnung, 30%. Warte, ich kann nicht speichern? So, okay. Und, ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall an Philipp, weil der hat mir das Spiel vor Ewigkeiten mal geschenkt. Damals hatte ich noch gar nicht diesen Computer hier. Dementsprechend ist das Spiel schon Ewigkeiten auf meiner To-Do- oder To-Play-Liste. Und heute habe ich mal ein bisschen Zeit gefunden, um dieses Spiel hier mal auszutesten. Ist natürlich nicht mehr das Neueste, ganz klar, erkennt man eventuell auch an der Grafik. Aber ich wollte das trotzdem mal probieren. Deswegen ist es auch nur ein Let's Test, also kein Let's Play, kein komplettes Story-Game oder wie auch immer das hier gemacht ist. Gibt es natürlich auch als Handyspiel. Der ein oder andere kennt das vielleicht auch. Kann man hier noch umfahren wie früher? Nee. Ach, guck mal, umlackieren, stimmt, so war das. Oh, das ist lange her. Ich steige mal hier. Ey. Es gibt noch viel mehr. Achte einfach auf Fahrzeuge mit Emblem darüber. Drück die Taste zum Wechseln. Welche ist denn die Taste? Y? Dann steigen wir mal in unseren Porsche ein. Ein 911er. Für jeden Wagen, den du findest, gibt es eigene Rennen. Mit Easy Drive greifst du darauf zu. Easy Drive, genau. Wähle Zielpunkt festlegen, um dein erstes Rennen zu finden. Ja, darf ich? Eine Route zur Startlinie erscheint auf der Karte. Folge ihr zum Rennstart. So, Zielpunkt festlegen. Das war es ja schon. Kann man einmal Leerlauf auch? Können wir uns einmal anhören. Hier ist, glaube ich, ganz normale 911er, oder? Geht der Handy auch drauf. Ja, wie gesagt, das Spiel ist schon ein bisschen älter. Jetzt kommt ja auch bei Need for Speed Payback raus. Die ersten Gameplays wurden ja auch schon gezeigt. Das macht auf jeden Fall guten Eindruck. Und ich habe gedacht, ach, passend dazu kann man das hier mal spielen. Wenigstens kurz. Fahre, um zu starten zum Kontrollpunkt und lass die Räder durchdrehen. Ach so, okay. Ich dachte, jetzt kann man wirklich die Räder durchdrehen. Und das, wie gesagt, das gibt es ja auch als Spiel für Android und iPhone, wie man so schön sagt. Ich denke mal, das wird doch schon relativ ähnlich sein auch. Mit dem Hocharbeiten und so und den Rennen. Vielleicht kommen ja sogar die ein oder andere Strecke bekannt vor. Dann geht's auch direkt schon los. Jetzt haben wir da als Gegner irgendeinen Aston Martin. Von der Ferne, bei der Geschwindigkeit kann ich das jetzt nicht so gut erkennen. Hier, oh Gott. Ich muss mich erstmal an die Steuerung hier gewöhnen. Die ist auf jeden Fall deutlich anders als bei anderen Rennspielen, die ich hier noch so habe. Zum Beispiel The Crew oder auch Forza 6. Alle, die ich gerade genannt habe, haben also auch einen Nachfolger bekommen jetzt auf der E3. Also das wären
Dann einmal The Crew 2, Forza 7 und Need for Speed Payback. Ist ja witzig, fällt mir auch jetzt gerade erst auf, dass alle mit neuen Rennspielen die Spiele... Oh Gott, das ist nicht gut, dass die alle Nachfolger bekommen. Die angekündigt ist. Verliere ich Zeit? Ja, ne? Okay, da vorne. Gibt's Nitro eigentlich? Ja, ne? Ne, hier nicht. Jedenfalls noch nicht. Oder ich weiß noch nicht, wie man es auslöst. So, das sieht mir ein bisschen schärfer hier aus. Hoppala. Ordentlich gerammt und nochmal rum. Wie gesagt, ich habe das damals einmal schon mal probiert auf dem Laptop. Aber das lief damals halt überhaupt nicht. Also ich bin nicht so weit gekommen, wie weit ich jetzt hier bin. Weil es einfach überhaupt nicht lief. Aber nur jetzt steht hier uns gar nichts mehr im Wege. Deswegen habe ich gedacht, wir das mal als kleines Let's-Test mal ausprobieren und schwuppdiwupp sind wir auch schon im Ziel. Haben wir jetzt Gold oder kommen jetzt die Abzeichen noch hier? Also ich denke mal... Erste und zweite Plätze bringen Modifikationen für deinen Wagen. Okay. Bau sie ein, um ein sofortiges Upgrade zu erhalten. Okay. Ich wollte sagen, soweit oder ich weiß... Oder andere später. Reifen, Nitro, Chassis, Karosserie oder Getriebe mit Easy Drive. Darf ich jetzt auch mal? Okay, Mod auswählen. Speedpoints lassen dich in der Most Wanted Liste aufsteigen. Okay. Gewinne sie in Rennen oder indem du durch Reklametafeln springst, an Radarkameras vorbeirast, Sicherheitstore zerstörst, nicht zu Hause nachmachen. Cops entkommst. Nicht zu Hause nachmachen. Autolog speichert jeden gesammelten Speedpoint. Aha, je mehr wieder. Du sammelst, desto eher forderst du die Most Wanted Fahrer heraus. Genau. Und dominierst deine Freunde. So sieht's aus. So, ich glaube, jetzt darf ich auch mal wieder. Ja, dankeschön. Was? Doppelte Speedpoints, während du online spielst. Dankeschön. Vielen Dank, Philipp, dafür, dass ich die Limited Edition bekommen habe. Darf ich? Zum Store? Muss ich irgendwas... Was besuche den Store zu kaufen? Nee, will ich gar nicht. Wie kommst du voran? Easy Drive hilft dir dabei, alle Challenges... Ja, Mädel, ich weiß, darf ich jetzt? Was als nächstes passiert? Okay, da oben sehe ich... Rennen. Ach, die kann ich auswählen. Modifikation, was gibt's denn hier noch? So Geländereifen? Hast du das irgendwas? Nö, habe ich wohl direkt freigeschaltet. Ich guck nochmal ganz kurz, ob ich... Warte, wir markieren mal hier das nächste Rennen einfach. Und weiter, wenn ich mal die gucke, ob ich die Musik noch ein bisschen leiser machen kann. Was ich sagen wollte, so wie ich das verstanden habe, ist unsere Aufgabe sozusagen, uns hier durchzuarbeiten. In den, in der Rangliste und sozusagen ganz nach oben zu kommen, was wir natürlich in den letzten Tests nicht schaffen. Gucken, ob das hier alles aufs Höchste ist. Mal so aus Sicherheitshalber, eigentlich dürfte das Super Sampling. Das machen wir auch. Hoffen wir, dass ich das Spiel nicht neu starten muss dann. Okay, dankeschön. So. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier ein, zwei Rennen. Probieren das ein bisschen aussieht. Oh, sieht auf jeden Fall schon besser aus in der Ferne. Das Handbremse ist sehr gut. So, wie gesagt, also von den Points her und so, lehnen das auf jeden Fall alles sehr dem Spiel auf fürs Handy. Das habe ich damals auch ein bisschen mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, wie viele Autos es hier gibt. Kann man eigentlich auch von innen gucken? Ne, kann man nicht. Ne, okay, das gibt es hier leider nicht. Aber man muss ja auch natürlich auch dazu sagen, dass Need for Speed kein Rennsimulator ist. Wie jetzt Forza oder Gran Turismo, sondern... Ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn überhaupt? Rennspiel. Oder sowas. Also mehr so ein Action-Rennspiel. Ja, Action. Genau, das meine ich. Action-Rennspiel. Direkt gezeigt. So, müssen wir lang da lang? Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Plan, wie lange ich jetzt hier spiele. Ob ich wenigstens mich um eine Rangliste hochkämpfe. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Erst muss ich ordentlich fahren. Ja, haben wir jetzt auch Nitro, ja, ne? Ja. Okay, aber auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wann das Spiel hier ist. 2013 oder so. Da ist auf jeden Fall grafisch zum Neuen einiges passiert. Zwischendurch war ja noch Need for Speed Rivals und Need for Speed ohne Namen, soweit ich weiß. Wenn ich nichts vergessen habe. Need for Speed Rivals habe ich auch damals auch tatsächlich ein bisschen gespielt bei meinem Kumpel Philipp, bei dem gleichen auch, auf der Xbox. Baller. Boah, da war was, da stand was, da stand was. Achso, ich darf das Auto natürlich jetzt nicht wechseln, ne? Aber guck mal hier, ein DB4 ist das, oder? Müsste einer sein. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, um das Rennen zu fahren, müssen wir, glaube ich, dieses Auto behalten. Dann machen wir das auch mal.
Oh, da vorne sind die Bullen. Ach krass, dass die einen direkt auf dem Kicker haben. Kacke. Okay, da muss man immer also gucken. Hier durch? Nee, ne? Immer eine kleine Abkürzung. Naja. Ich glaube, ich komme hier nicht voran, oder? Ach doch, okay. Und man quer durch den Park. Soweit ich weiß, ist die Stadt hier auch fiktiv. Und da war noch Maserati. Aber ich glaube, wenn man da vorbeigefahren ist, dann hat man das auch direkt markiert. Also müssen da nicht nochmal neu suchen. So, hoppala. Wenn man durch die Tankstellen fährt, das hat man vielleicht auch schon mitbekommen. Dann gibt es einmal eine neue Lackierung. So. Okay. 16.000, knapp 19.000 Speedpoints haben wir. Wie viel braucht man? Ich konnte nicht so schnell lesen. 60.000, glaube ich. Ich mache einfach mal ein paar Rennen, um hier ein bisschen das zu testen. Oder Let's Test ist ja keiner Quatsch, ist ja Let's Trial. Hier breche ich meine eigenen Regeln. Soweit ich weiß, eine Story gibt es hier nicht. Das hat mir diese Rangliste so gemacht, dass man einfach fährt. Um sich hochzuarbeiten. So, jetzt haben wir sogar ein paar mehr Gegner hier. Cool. Alles klar, was haben wir hier? Aha. Jeder Dreier, aha. Okay, noch einer. Ist das hier noch... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jaguar, Tschüssikowski, Bentley. Ist ein Bentley da vorne? Nee, kann eigentlich sein. Der ist bestimmt ein paar Klassen über uns. Oh Gott. Das war ja auch nix. Den müssen wir natürlich wieder aufholen. Schön blöd. Ach, wurden wir jetzt auch komplett zurückgesetzt hier gerade? Ja, ne? Die komplette Kurve. Ich glaube, ja. Oh, das sieht einfach nur gleich aus. So. Neue Farbe, neues Glück. Uiuiui. Oh, der hat auf jeden Fall ordentlich Speed drauf hier. Meine Fresse. Oh nein, nein. Gott, ey. Mega das Chaos. Na gut, drei Runden sehe ich gerade sind das hier. Hauptsache, wir werden irgendwie Erster. Ich bin auch der Meinung, dass wir deutlich schneller sind hier als die anderen. Slam Takedown. Uiuiui. Oh, wie fies, Alter. Man ist einfach so schnell. Wenn man wirklich komplett die Kontrolle verliert. Alles ein bisschen fies. Wie gesagt, die Steuerung ist tatsächlich auch ein bisschen anders. Nicht so direkt. Muss ich mich auch erstmal umgewöhnen. So, hier kommen wir rum. Ja gut, das war auf jeden Fall schon smoother. Oh Gott. Das läuft ja mal gar nicht. Kann man nochmal von vorne anfangen? Guck mal hier. Neuer Versuch. Machen wir das mal. Ich glaube, das wird nichts mehr, wenn wir so weiterfahren. Jetzt kennen wir auf jeden Fall die Strecke. Ja, genau. 60.000 Speedpoints brauchen wir. Für den nächsten. Für den Rangaufstieg sozusagen. So, das können wir überspringen, ne? Genau. So. Also versuchen wir das nochmal. So. Tschüssikowski. Jetzt kennen wir ja die Strecke schon wenigstens ein bisschen. So. Nicht gegen die Tankstelle. Uiuiuiui, um die Ecke. Sehr gut. Boah, diese Musik ist tatsächlich ein bisschen aufdringlich im Hintergrund. Uiuiui. So, Hauptsache weg mit dir. Zack, sehr gut. Läuft auf jeden Fall schon mal besser als vorher. So, die Tankstellen sind ein bisschen fies, wenn man da immer mal wieder gerne entgegenfährt. Ich glaube, ich muss gar nicht so radikal auf die Bremse gehen. Das, Alter, Junge. Was machst du denn hier? Das regelt sich von alleine, wenn ich einfach vom Gas runtergehe. So, zweite Runde? Nee, Kontrollpunkt. Ja. Haben wir ihn? Haben wir ihn? Jo. Das bringt auch nochmal extra Punkte, wenn man welche ausschaltet. Aber natürlich selbst nicht dabei ausschalten möglichst. Aber es läuft auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, den haben wir auch rechts liegen gelassen. Oh Gott. Und Tankstelle. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was ist das da vorne? Fuck, hier rum. Uiuiui. Okay, das war nicht so gut. Zurückspringen können wir leider nicht. Sind ja nicht bei Forza hier.
Okay, also auf jeden Fall nicht so leicht, muss ich zugeben. So, mich mal ein bisschen zu konzentrieren jetzt. Die Kurve ist fies hier. Und mit den Ecken hier, so. Jetzt keinen Kack machen hier, dann wird das aber auch. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dich... Ach, guck mal, noch ein Porsche. Sehr gut. Habe ich von weit weg gar nicht erkannt vorhin. Dass das einer sein soll. Alter, was war das denn gerade? Voll geslidet. Ja, man braucht echt fast nicht bremsen. Das geht fast von alleine. Wie gesagt, ist halt auch kein Simulator. Soll halt auch wirklich möglichst einfach sein. Echt geil, es geht wirklich ohne Bremsen. Gut zu wissen. Ich glaube, die Zeiten sind wirklich egal. Ich glaube, wir müssen immer nur Erster werden. Oder ich habe mich verguckt. So, die Kurve kennen wir jetzt schon hier. Oh nein, nicht die Kante. Okay, sehr gut. Wollen wir jetzt keinen großen Unfall mehr bauen. Ach so, das war's schon. So. Hier ist sogar noch Rundkursrennen leicht. So, sehr gut. Heißt anwenden? Kann ich das direkt sozusagen aufleveln? Ja, warum nicht, ne? Ich glaube, das kostet mich ja nichts. Ich habe die ja eh freigeschaltet. So. Porsche 911 Carrera S. So. Da sehen wir nochmal ein paar Verbesserungen. Können wir irgendwie noch was Tolles machen? Hier Hupen oder Licht oder... Nee, ne? Ach, hier kann ich die Musik ändern? Okay, was kann ich hier machen? Doch Licht. Und das, den Motor ausmachen. Guck mal. Okay, nochmal aus. Zum Testen. Okay. Okay, also ein bisschen durchdrehen können wir noch. Wagen hier, Maserati, die können wir jetzt... Fährhafen, kann ich wieder teleportieren? Oh, das wollte ich gar nicht, bin nicht zum Store. Schön blöd, da sieht man oben unten links, nein, ich wollte überhaupt nicht zum Shop. Kann ich wieder raus hier? Ja. Er hat in dem unten links Need for Speed Rivals gesehen. Easy Drive. Ist ungewohnt, dass man nicht Start drücken muss. So. Das haben wir noch nicht gemacht, ne? Das unten, genau, das haben wir schon erledigt hier. Heißt, dass man das noch besser machen kann eigentlich? Wenn das nicht... Ist das Gold, oder? Doch, das ist Gold. Das heißt, bisschen aus wie Bronze. Machen wir erstmal das hier, so. Wird aber tatsächlich, wenn wir auf dem Weg, nur 5 Kilometer sind das. Können wir nochmal nach dem Auto gucken. Gibt es hier eine Karte? Ja. Sieht man die Karte einmal. Rauszoomen kann ich nicht. Einzoomen auch nicht. Okay, da ist das Ziel. Sieht man hier irgendwo die... Oh, Multiplayer gibt es wohl auch. Aber ich sehe nicht irgend... Da Kamera? Hey, kann ich die Filter, genau. Hier die Filter einstellen. Da sehen wir nämlich einmal das markierte Auto. Auswahl, kann ich den... Zur Wechselstelle? Ach so. Zielpunkt festlegen, was ist denn zur Wechselstelle? Ah, werde ich jetzt direkt... Ah, cool, nur weil ich da vorbeigefahren bin. Jetzt haben wir den direkt... Direkt ausgewählt. Maserati GT MC Stradale. Schickes Auto. Wie sieht das jetzt aus mit den Rennen? Sind das jetzt andere? Ja, krass, tatsächlich. Tatsächlich. Okay, krass. Ja, ich würde sagen, wir machen das trotzdem mal. Ich weiß nicht, ob man da ein bisschen durcheinander kommt, wenn es so viele sind. Aber lass einfach mal probieren. Der zieht ja richtig durch hier. Meine Fresse. Ich finde ja die, von Maserati, den Kühlergrill, finde ich irgendwie schick. Hat irgendwie was. Mit den Zeichen auch. Sehr, sehr nice. Aber das ist doch auch das Auto, was wir eben als Gegner hatten, oder? Oder war das ein, Jaguar? Ich weiß es gar nicht. Kann aber auch Maserati gewesen sein. Bitte entschuldige mich, wenn ich totalen Bullshit erzähle. Guck mal, gelb ist auch schön. So, kann ich das Licht eigentlich beim Fahren ausmachen? Nee, ne? Nee. Kann ich nicht. Aber ja, aber auch ein schickes Beispiel. Sorry, A3. So. So, bei Nacht geht's durch... Wie ist das nochmal? Fairhaven, ne? Fairhaven, wie auch immer. Nitro hat der noch nicht hier. Alter, als ob das schon zum Crash gereicht hat.
Ich kann mir vorstellen, dass es auf Dauer ein bisschen anstrengend wird mit den Zwischenanimationen, aber ich glaube, die haben darauf sehr viel Wert gelegt damals. Es gab bei, war das bei Need for Speed Shift 2 oder so? Da gab es nämlich auch immer nochmal so eine extra krasse Animation in Zeitlupe auch noch. Wenn man irgendwie gegen eine Wand gefahren ist und so, daran kann ich mich noch erinnern. Also auf Dauer kann es vielleicht ein bisschen nervig sein, aber das trainiert natürlich dann auch, dass man möglichst ordentlich fährt. Wo muss ich hier hoch? Ja. Was steht unten rechts? Steht da. Sehr gut. Zurückgelegte Strecke. Da steht nämlich auch eine Kilometerzahl. Oder vielleicht der Kilometerstand mit dem Auto. Das wäre natürlich cool. Wenn man das so sehen könnte. So, wir machen jetzt erstmal ein Rennen mit Imi und dann gucken wir weiter, ob wir. Also ich glaube wenigstens einen Rang würde ich schon, oh fuck, würde ich schon gerne aufsteigen, um einfach mal um das zu demonstrieren oder wie auch immer. So. Ich weiß ja, bis vorhin zu Ende erzählt hat, wir befinden uns scheinbar in einer fiktiven Stadt hier. Also auch kein Nachbau mit irgendeinem anderen Namen hier, das ist einfach was komplett Neues, Ausgedachtes. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen, ne? Okay, kein Problem. Wir befinden uns jetzt auch hier am Hafen direkt, oder? Das sieht so aus. Ein bisschen industriemäßig. So, hier rum. So, kommen wir. Jo, kommen wir. Hier bei uns ist nochmal Autobahn oder sowas in der Art. Und hier vorne, das war's schon. Ist auch direkt das nächste Rennen.